So, hallo liebe Motivmitglieder, hallo MTV-Mitglieder. Wir machen heute ein bisschen was für die Kleinen. 2,5 Minuten fit durch den Tag. Wir machen isometrische Spannungsübungen. Wenn ich weiß, was es ist, ganz festhalten, in einer Position verweilen. Genau, fangen wir doch einfach mal an. Lena, du darfst anfangen mit deiner ersten Übung. Jungs, ihr könnt euch so lange hinsetzen. Bleibst du bei mir, Lena? Bleibst du hier stehen, dann kannst du deine erste Übung zeigen und sagen, was das ist. Das Yoga. Yoga-Übung, eine Gleichgewichtsübung, was man machen kann. Wer gut ist, kann natürlich auch die Augen zumachen. Oder zweite Übung ist, Lena, leg dich mal hier mit dem Kopf hin, auf den Rücken bitte, auf den Rücken, ja, oder so rum von mir aus. Becken heben, nach oben gehen, oben halten, wieder runter gehen. Entweder man hält es oben 30 Sekunden, halt es mal oben, 30 Sekunden oben halten, oder aber ihr macht es in der Bewegung durch. Wenn ihr eine Bewegung macht, solltet ihr ein bisschen über 16 Wiederholungen Ich schaffen. kann nicht mehr. Kannst nicht mehr. Super, genau. Dann lass mal Felix dran, oder? Setz dich hin. Genau. So, kannst du sagen, was du machst? Also, ich mache eine Variante für Liegestützen, die noch nicht so gut sind. Genau, die ist noch nicht ganz stabilisieren können, hat er sich selber ausgedacht. Kannst du hier mit den Füßen gehen? Also, man geht so bis zum Bauch, hoch so nach oben, am besten da, wo ihr noch mit in Atem runter gehen könnt, und dann einfach den abwechseln, so hoch, runter, aber am besten ist es natürlich, wenn man auch mit der Nase runterkommt. Ja, perfekt. Die Beine könnt ihr je nachdem, wie gut ihr seid, umso weiter ihr nach vorne kommt, umso größeren Hebel habt ihr und umso schwerer geht es für die Arme. Dankeschön, Felix. Dann kommst du zu mir hierher wieder. Dann haben wir noch eine Übung, die ähnlich ist, aber die Beinmuskulatur wird dadurch noch mittrainiert und es sind, welche Übung machst du? Genau, dann zeig mal, wie das funktioniert. Man geht runter, springt nach oben, beide gleichzeitig nach hinten gehen. Solltet ihr aber erst machen, wenn ihr auch die nötige Bauchmuskulatur habt. Dankeschön, Felix. Ben, du bist der Nächste. Für die Armmuskulatur, wenn ihr eine Treppe habt oder eine Sprossenwand oder irgendwas, einfach statisch halten. Ihr seht es jetzt vielleicht nicht so im Video, aber wir haben da oben echt tatsächlich eine Stange, eine Klimmzugstange. Ben, zeig mal. Man kann hochgehen, sich oben halten. Toll, Ben, sogar einen Klimmzug geschafft. 30 Sekunden und langsam wieder runterkommen. Darfst du auch gleich? Bleib mal noch sitzen, das macht erst der Ben seine Übung fertig, okay? So. Ja. Oder der fliegende Vogel für die Haltemuskulatur. Wenn ihr ständig sitzt, kriegt ihr sonst irgendwann einen krummen Rücken. Da muss man auch ein bisschen was für die Haltung machen. Das ist eine statische Funktion. 30 Sekunden wieder halten, nach oben kommen, die Beine ein bisschen abheben, stürmt zum Boden. Perfekt. Oder aber, wenn ihr kleine Sprudelflaschen habt, Plastikflaschen natürlich, mit Wasser füllen, könnt ihr auch 16 Mal die Arme nach oben bewegen. Sollte über 16 Wiederholungen sein, dann dürft ihr das gerne natürlich auch machen. Perfekt. Dann haben wir noch die letzte Übung. Dann sind wir eigentlich 2,5 Minuten durch. In der Unterarmstütz. Jetzt auch mal hoch, darfst du gleich, Lena. Hopp. Sich noch kurz hin. Das wäre die ventrale Kette. Wichtig ist hier, dass der Rücken gerade ist, Bauch gut anspannt. Wer richtig gut ist, darf auch gerne mal ein Bein abheben oder parallel sogar noch diagonal den anderen Arm dazu. Perfekt. Und den anderen natürlich die andere Seite dann auch. Ah, da ist er noch ein bisschen wackelig unterwegs. Gut. Vielen Dank. Noch eins, jetzt sagen wir erstmal Tschüss und dann darfst du da nach oben noch. Super, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht, tschüss. Tschüss.